So, heute schon was Gutes getan. Ich meine, was wirklich Gutes. Nicht irgendwelche Katzenvideos angeguckt oder Likes verteilt oder sinnlose Petitionen unterschrieben. Ich meine, was wirklich Gutes. Dann habe ich was für dich. Dauert nur 1 bis 2 Minuten und kann Menschenleben retten. Werde jetzt Stammzellspender. Ich erkläre erstmal ganz kurz, wie das geht und dann, was das überhaupt ist. Einfach auf www.dkms.de gehen und in 4 Fragen kontrollieren, ob du überhaupt spenden kannst. Dafür musst du zum Beispiel zwischen 17 und 55 Jahren alt sein und mehr oder weniger gesund. Dann musst du dich mit deinem Namen und deiner Adresse registrieren. Keine Kreditkarte, kein Passwort oder so, keine Angst. Tja, und ein paar Tage später kommt dann ein Briefumschlägchen mit einem Wattestäbchen. Und das musst du dann ein paar Sekunden auf der Innenseite deiner Backe reiben und zurück in den bereits frankierten Rückumschlag. Ab im Briefkasten, fertig. Kostet dich keinen Cent. Falls du dann tatsächlich ein passender Spender sein solltest, kommt Folgendes auf dich zu. Du wirst benachrichtigt, dann wird nochmal dein Blut gecheckt, ob auch wirklich alles passt. Und dann werden aus deinem Blut die Stammzellen entnommen. Piekst nur ein bisschen und ist auch nicht sonderlich riskant und dauert nur ein paar Stunden. Also kein Bohren ins Knochenmark oder irgendwas, das war früher mal. Und dann hast du tatsächlich ein Leben gerettet. Mit deinem Blut. Ist doch irre, oder? Mehr brauchst du eigentlich nicht zu wissen. www.dkms.de. Wenn es dich trotzdem interessiert, wie das funktioniert, dann erkläre ich es kurz. Unser Blut besteht im Wesentlichen aus 3 Bestandteilen. Den roten Blutkörperchen, die transportieren den Sauerstoff. Den Blutplättchen, die sorgen dafür, dass unser Blut gerinnt, wenn wir uns zum Beispiel verletzen. Und drittens den weißen Blutkörperchen. Das ist die körpereigene Polizei. Die kämpfen gegen Viren, Erreger und so weiter. Und die Blutzellen, die ganz frisch im Knochenmark gebildet werden und aus denen noch alle 3 Arten werden können, die heißen Stammzellen. Um die geht's. Wenn jemand Blutkrebs oder Leukämie hat, dann funktionieren seine weißen Blutkörperchen nicht mehr. Die wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Und das ist dann super gefährlich, weil der Körper an einer scheiß Erkältung sterben kann. Und jetzt kommst du ins Spiel, beziehungsweise deine Stammzellen. Angenommen, deine Stammzellen passen perfekt zu denen des kranken Menschen. Das hat übrigens nichts mit Blutgruppe oder irgendwas zu tun, sondern das ist komplizierteste Genetik. Also falls es passt, dann werden alle kaputten weißen Blutkörperchen des Patienten mit Hilfe von Bestrahlung, Chemotherapie, Medikamenten kaputt gemacht und dann bekommt er deine Stammzellen. Und mit ein bisschen Glück funktioniert dann wieder alles so, wie es soll. Und der Blutkrebs bzw. die Leukämie ist weg. Leider gibt es immer noch viel zu wenig Stammzellspender und viele, viele Patienten sind auf der Suche und warten. Zum Beispiel auf dich. Also tu jetzt was Gutes, hör auf bei Facebook rumzuklicken und registriere dich auf dkms.de. Danke. Jetzt.